Mittelmeer sieht. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war mal wieder mit dem Steve unterwegs und wir waren auf der Suche nach ein paar Technik-Trails. Das heißt, Trails, die so ein bisschen verbauter sind, wo man so ein bisschen rumtricksen muss und so ein bisschen sich durchkämpfen muss. Und wie das Ganze ausgesehen hat, seht ihr in diesem Video. Wir waren auch auf der Suche nach einigen neuen Trails bei uns hier in der Umgebung und worauf wir aber bei dieser Tour hier gestoßen sind, das war halt wirklich kein Spaß, weil irgendwann ging einfach gar nichts mehr. Wir sind sowas von im Matsch stecken geblieben, aber was soll ich viel dazu erzählen, seht einfach am besten selbst. Digga, wo sind wir gelandet? Digga, wo sind wir hier gelandet? Fuck it. Fuck. Ah. Oh. Digga, besser fahren als schieben. Was hast du gemacht? Ich hab Dornen im Hals. Ich habe mich gepflegt auf die Schnauze gelegt. Gucken. Ich muss mal deinen Handschuh ausziehen. Ich bin hier reingefahren. Sind da noch Dornen? Nee. Blutet nur ein bisschen. Das ist einfach so. Das hat mich einfach stranguliert. Oh. Digga. Ich hoffe, dass da der Weg runter zum Franziskas-Schacht ist. Okay. Als wir das Ganze dann glücklicherweise überstanden haben, ohne irgendwelche großen Verletzungen oder Stürze oder dass das Bike den Abhang runtergekippt ist, sind wir dann noch auf die Suche gegangen nach ein paar weiteren Trails. Denn dieses Waldgebiet hier ist einfach riesig groß und Komoot und auch Trail Forks zeigt jede Menge Trails an, aber leider ist das alles nicht so einfach immer zu finden. Deswegen sind wir dann einfach freischnauze, einfach los und haben auch einige schöne Orte eigentlich mitten im Wald gefunden und das war richtig, richtig nice. Dropping. Ich weiß ja nicht, vielleicht kennt ihr es auch, aber manchmal hört sich das einfach so übel an, dass man denkt, irgendwas ist am Fahrrad kaputt gegangen. Und da das Bike noch so neu ist, habe ich echt immer Schiss, dass da irgendwas kaputt geht.
es ja, sein Bike sauber zu machen, aber ich muss sagen, ist nicht so eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Zu guter Letzt habe ich dann tatsächlich noch, weil Steve irgendwie die GoPro auf mein Dach gestellt hat vom Auto, die GoPro zwischen Kofferraumklappe und Auto eingeklemmt und die ist dann irgendwann fliegen gegangen, aber GoPro Härtetest bestanden, GoPro Hero 8 war stärker als mein Kofferraum. Kofferraum ist verbogen, aber die GoPro hat den Härtetest bestanden.